Wenn man so einen Kessel voll Milch hat und man hat dann am Nachmittag, nachdem man ein bisschen damit gearbeitet hat, entweder einen Schnittkäse oder einen Frischkäse oder einen Weichkäse, ist das für mich jedes Mal aufs Neue ein kleines Wunder. Die Milch macht's auf dem Bornwiesenhof von Andreas und Maike Jaschok. Und die Milch ist hier etwas ganz Besonderes. Zum einen arbeiten wir biologisch dynamisch. Also wir sind ein Demeterbetrieb und wir verarbeiten fast unsere gesamte Milch selber zu vielen verschiedenen Produkten, die wir auch zum größten Teil in einem Umkreis von 120 Kilometern vermarkten. Los ging es auf dem Bornwiesenhof aber nicht in Milchweiß, sondern in Karottenorange. Mit dem Möhrenleibchen oder dem Möhrenleib jetzt sind wir natürlich auf ganz besondere Art und Weise verbunden. Das war der erste Käse, den wir hier auf dem Hof gemacht haben. Mit diesem Käse im Hintergrund konnte überhaupt die Käserei eingerichtet werden, weil wir eine feste Abnahme hatten über den Dottenfelder Hof. Wir haben dann auch andere Sorten Schnittkäse so ein bisschen mitgemacht, aber Möhrenleibchen ist eigentlich unser Klassiker gewesen, ganz, ganz lange. So lange, bis wir während der BSE-Krise sehr viel Möhrenleibchen gemacht haben und dann, als es viele andere ähnliche Schnittkäse auf dem Markt gab, mussten wir feststellen, dass wir da eigentlich nicht mithalten konnten. Und es wurde uns dann von der Landwirtschaftskammer geraten, wir sollten doch einfach günstiger produzieren. Masse statt Klasse? Dafür hatten die Jaschoks kein Geld und darauf hatten sie auch keine Lust. Wir haben dann eben verschiedene andere Produkte entwickelt und aufgenommen. Darunter auch ein Grillkäse. Das Rezept kam aus der Schweiz und Maike Jaschok versuchte ihr Glück. Mit langem Atem, sehr langem Atem. Nach 2 Jahren haben wir diesen Käse auch angemeldet zu einer Käseprüfung und der ist gleich ausgezeichnet worden mit Qualitätspreisen, mit Publikumspreisen und sogar mit einem Innovationspreis. Und trotzdem hat es sehr, sehr lange gedauert, nämlich über 7 Jahre, bis tatsächlich dieser Käse auch Fuß gefasst hat. Der Bornwiesenhof veränderte sich innerhalb weniger Jahre, wuchs, wurde kreativer. Und selbst das Erfolgsrezept der Anfangsjahre war plötzlich wieder da. Und lustigerweise haben wir auch das Möhrenleibchen verändert dann. Also ich dachte zwischendurch, wir machen gar keinen Schnittkäse mehr, weil einfach so wenig übrig bleibt von dem Liter Milch hinterher, wenn er verkauft ist. Aber wir mussten doch feststellen, dass Schnittkäse ein echter Klassiker ist. Der Bornwiesenhof liegt im Hunsrück, fernab größerer Städte. Direktverkauf funktionierte deshalb nicht. Die Kunden sind einfach zu weit weg. Also mussten die Jaschoks auch dort nach einem Ausweg suchen. Mehr als 60 Händler verkaufen jetzt die Käse und Joghurts. Darunter sind mittlerweile auch konventionelle Lebensmittelhändler. Und so können wir ganz neue Kunden generieren. Also da viele Kunden kaufen inzwischen unsere Produkte, die wahrscheinlich niemals in einen Naturkostladen gegangen wären, die sich aber total freuen, dass sie solche Produkte, die sie vorher vielleicht auch gar nicht kannten, jetzt in ihrem Markt kaufen können, wo sie auch ihre anderen Produkte einkaufen. Der Bornwiesenhof ist Demonstrationsbetrieb ökologischer Landbau. Maike Jaschok öffnet die Türen aber nicht nur zum Hof, sondern auch zu ihrer Hofkäseschule. Das sind dann eben Rezepte aus der ganzen Welt, die ich zusammengesammelt habe, wo aus Milch mit einfachen Mitteln, die man in der Küche hat und mit einfachen Werkzeugen, die man in der Küche hat, eine ganze Handvoll verschiedenster Käse hergestellt werden können. Machen, mitmachen, darum geht es Maike Jaschok. Und meine Botschaft ist eigentlich, guckt euch, sucht euch Bauern aus, wo es Milch gibt, sucht nach Milchprodukten, die handwerklich hergestellt sind, probiert sie, schmeckt sie, fragt nach, wie sie gemacht werden und entdeckt, was in der Milch drin steckt. Der Bornwiesenhof ist einer von 240 Demonstrationsbetrieben ökologischer Landbau. Diese Betriebe öffnen ihre Türen für alle Interessierten und zeigen, wie der Ökolandbau in der Praxis funktioniert. Das Netzwerk ist ein Projekt im Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft und wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft finanziert.